Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zu den deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Mein Name ist Jörg Mikir. Die allgemeine Haushaltsdebatte für 2020 begann nun im Parlament. Den Regierungsplänen nach werde man den Zuschuss für die Familienförderung um 224 Milliarden vor den anheben, die Sicherheitsausgaben erhöhen und gleichzeitig die Steuern senken. Mihai Vorga bezeichnete die Unterstützung der Familien als Ziel der Nationalstrategie und sagte, eine starke Gesellschaft sei die Grundlage für die Entwicklung Ungarns. Wir wollen die Steuern senken und die Staatsverschuldung reduzieren, Löhne, Investitionen und die Zahl der Arbeitsplätze steigern. Wir wollen die Vollbeschäftigung erreichen. Jeder, der Arbeit sucht, soll eine Arbeit finden können. Die Regierung hat dem Parlament einen Haushaltsplan vorgelegt, welcher in erster Linie Sicherheit für Familien bietet. Ein weiterer Menschenschmuggler ist am Flughafen Franz Liszt aufgeflogen. Dem Verdacht nach hätte ein syrischer Mann vorgehabt, insgesamt 5 Kinder afghanischer, irakischer und iranischer Herkunft mit falschen Reisepässen nach Ungarn zu bringen. Dasselbe versuchte eine irakische Frau vor einigen Tagen sowie Hassan F. vor einigen Monaten. Aber auch sie wurden von der Polizei am Flughafen erwischt. Der syrische Mann versuchte mit seinem 14-jährigen Sohn und weiteren 5 Kindern am Dienstagabend am internationalen Flughafen Franz Liszt die Grenze nach Ungarn zu betreten. Sie alle reisten mit der Fluglinie aus Athen an. Dem Grenzpolizeibeamten zeigten sie gültige syrische Reisepässe vor. Die Reisedokumente des Vaters und des Sohnes waren in Ordnung. Die Reisepässe der 3 Mädchen und 2 Jungen lauteten jedoch auf andere Namen. Erst später wurde bekannt, dass diese Kinder afghanischer, irakischer und iranischer Staatsangehörige sind. Den Mann haben wir in Strafhaft genommen und als Beschuldigten einvernommen. Ihm werden Menschenschmuggel und Urkundenfälschung zur Last gelegt. Alle 6 Kinder wurden im Kinderheim in Furt untergebracht. Binnen einigen Tagen war dies das zweite Mal, dass ein Menschenschmuggler am Flughafen festgenommen wurde. Man schaffte die Kinder mit falschen Reisepässen quasi direkt vor der Nase der griechischen Behörden aus dem Land. Zuletzt wurde eine irakische Frau am Samstag am Flughafen erwischt, welche den Sohn ihrer Freundin mit dem Reisepass ihres eigenen Sohnes hätte nach Deutschland bringen sollen. Die Frau wurde am Dienstag im Schnellverfahren zu 1,5 Jahren verurteilt. Die Strafe wurde zu 3 Jahren Bewährung ausgesetzt. Auch der syrische Hassan F. wollte eine Frau mit einem auf einen anderen Namen lautenden Reisedokumenten aus dem Land verhelfen. Auch er wurde dingfest gemacht. Während er in einer bewachten Aufnahmestelle auf seine Ausweisung wartete, wurde bekannt, er dürfte der aus den IS-Propagandavideos als kaltblütiger Henker bekannte Mann sein. Gegen Hassan F. wird derzeit ein Strafverfahren wegen Terrorverdacht geführt. Zur Bekämpfung des Menschenschmuggels mit Dokumentenaustausch werden die Reisedokumente an allen Grenzübergangsstellen noch strenger von der Polizei kontrolliert. Einer der heftigsten Sintflutartenregenfälle der vergangenen Jahre wurde am Nachmittag in der Bergregion Bück auf Video genommen. In der Ortschaft Neudvishnjo bei Silvasvarad hinterließ der Sturm komplette Verwüstung hinter sich. Die Wassermassen rissen den Straßenbelag auf, spülten Autos einfach davon und beschädigten Wohnhäuser. Extreme Unwetter trafen auch weitere Regionen des Landes. Mittwochnachmittag rollte eine gewaltige Schlammlawine durch die Ortschaft Neudvishnjo im Komitat Heves. Die Wassermassen strömten wie ein Fluss durch die Straßen. Die Siedlung ist buchstäblich in der Flut versunken. Der Asphalt wurde aufgerissen und Autos wurden von der Strömung mitgerissen. Das Unwetter hinterließ eine riesige Spur der Verwüstung. Zurück blieb ein Trümmerhaufen aus Steine, Schlamm und Geröll. Mit Baggern und Schaufeln versuchte man, die Straßen freizuräumen, damit das Wasser abfließen kann. Binnen kürzester Zeit fiel sehr viel Regen in der Region. Die Wassermassen strömten von den Bergen herab. Es kam alles ganz plötzlich und ohne Vorwarnung. Regen und Hagel, die Wassermassen spülten alles weg. Alle Einsatzkräfte der Region wurden zum Notfallort gerufen. Bei den Räumungs- und Wiederherstellungsarbeiten hilft auch die Freiwillige Feuerwehr. Etwa ein Drittel der Ortschaft wurde am meisten getroffen. Das Wasser wird immer noch abgepumpt, sagte der Leiter der Freiwilligen Feuerwehr. In Fonyot sieht es nicht besser aus. Ein Unwetter hat dort ebenso eine Schlammlawine verursacht. Ganze Straßen mussten wegen strömenden Regens gesperrt werden und der Rollendienst musste mehrere Kilometer Straßen bereinigen. Die Feuerwehr war im Dauereinsatz. Sie wurden zu gefluteten Kellern und vollgelaufenen Garagen gerufen, um diese wieder leer zu pumpen. Auch in der Region Estergom erschwerten sintflutartige Regenfälle den Verkehr. Der Sturm verschüttete komplette Straßenzüge mit Schlamm und Geröll. Ein
Eine Ausstellung mit dem Titel Wir gestalten es wurde im Landwirtschaftsmuseum in der Burg Weiderhundert eröffnet. Thema der Dauerausstellung ist der Umweltschutz, allerdings ein wenig anders. Es zeigt, wie man die Natur schützen kann. Gleichzeitig wird erörtert, wie der Mensch sein eigenes Umfeld ohne Zerstörung formen kann. Das 14. Animationsfilmfestival und das 11. Europäische Animationsspiel-, Film- und TV-Filmfestival in Kecskemét hat begonnen. Die Besucher werden mit über 300 Filmen an 8 Standorten im Rahmen der beiden Veranstaltungen, unter denen viele Premieren erwartet. Dieses Jahr wird eine Best-of aus afrikanischen Werken präsentiert und den japanischen Animationen wurde ein eigenes Kapital gewidmet. Sie sahen die deutschsprachigen Nachrichten aus Ungarn. Schauen Sie uns morgen wieder zur gleichen Zeit zu. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Danke.